Ja, vielen Dank, Frau Braun. Ja, es wird ein Teil aus dem Expertenbeirat berichtet, den es ja jetzt nicht gibt. Es gibt ja den Expertenpool. Aber wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, was man besser machen kann bei den Projekten. Da werde ich auch kurz drauf eingehen. Aber erst nochmal, finde ich immer wichtig, dass er sich nochmal die Zielsetzungen vor Augen führt, jetzt aus Sicht der Wissenschaft jetzt. Ne? Also ich, wir haben jetzt schon Vorgespräche geführt mit richtigen Expertinnen, die da drin sind. Also ich bringe jetzt eine wissenschaftliche Perspektive und da ist erstmal der Punkt, was wollen wir eigentlich? Und ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal sagt, okay, es geht eigentlich um die Gesundheit der Bevölkerung letztendlich. Das wäre ein Public Health Ziel. Muss ich Ihnen nochmal vor Augen führen, weshalb macht man das Ganze? Weshalb gibt man diese Milliarden aus? Letztlich um die Gesundheit und zu verbessern und das Wohlbefinden. Man kann jetzt noch weitere Ziele überlegen, aber das ist, glaube ich, ein übergeordnetes Ziel. Und damit das erreicht wird, geht man an das Versorgungssystem heran, an das Gesundheitswesen. Ich sage, im Dienste der Patientin geht es um die Verbesserung der Versorgung. So sind viele angetreten und wir haben es auch in den Vorgesprächen nochmal gemerkt, dass da ist ja viel Enthusiasmus auch drin, Gott sei Dank, viel Motivation bei den Einzelnen, weil eben dieser Versuch da ist, das System zu verbessern. Und wir werden ja sehen, dass man kommt ja jetzt zum Teil an die Grenzen der Verbesserungsfähigkeit des Systems. Deswegen muss man aufpassen, dass es nicht zu viele jetzt depressiv werden. Ne? Ich finde, wichtig ist, dass wir auch diskutieren über die Mindestziele. Und ich glaube, ein Mindestziel ist in Zukunft, dass wir überhaupt den Standard halten, also gar nicht mehr verbessern, sondern das, was da ist, halten bei knapper werdenden Ressourcen, also Fachkräftemangel, weniger Geld im System. Weil das wird auch nicht einfacher, aus anderen Politikbereichen jetzt Geld zu bekommen für den Gesundheitsbereich. Das wird ja auch ein Thema sein. Also damit müssen wir uns, glaube ich, auch langsam beschäftigen. Wie können wir eigentlich das Ganze halten und effizienter werden letztendlich. Ja, und was ist jetzt die Rolle der Wissenschaft? Es ist klar, Wissen, deswegen auch Wissenschaft, also Wissen schaffen, Wissen aufbereiten und vermitteln. Das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, damit die Bürgerinnen im Sinne der Partizipation, die Gesundheitspolitik und das Management, das wäre jetzt die Frage, sind das die wirklichen Adressaten der Wissenschaft? Ich hätte es praktisch zum Beispiel die Kassen oder Gesundheitspolitik gefasst. Aber es geht auch um das Management in Krankenhäusern zum Beispiel, das Management von Arztpraxen und so weiter. Aber auch die Bürgerinnen, die informiert sein müssen, um zu überlegen, soll man noch weiter Geld in diesen Bereich stecken oder in andere Bereiche. Also es geht ja auch um die Demokratie und da ist auch die Frage, wie machen wir eigentlich die Bürgerinnen fit für diese Entscheidungen, die da anstehen. Und ein Mittel dafür, um das zu schaffen, ist aus meiner Sicht, war der Innovationsfonds, oder ist er? Natürlich, Gott sei Dank. Wir haben immer gefordert in der Versorgungsforschung, dass man für Forschung und Entwicklung, wie in der Industrie, auch hier für die Struktur- und Prozessinnovation Forschung und Entwicklung betreiben muss. Nicht für die Produktinnovation, das machen ja die Pharmafirmen und die Hersteller selbst, aber für Struktur- und Prozessinnovation. Und jetzt konkret Erfahrung des Expertenbeirats. Also der Expertenbeirat hat immer gesehen, dass der Innovationsfonds erstmal eine Chance ist, Innovation in evaluierter Form in das Gesundheitswesen zu bringen. Man muss immer sehen, früher war das eher der Fall, dass Politiker oder Praktiker eine Idee hatten und wenn andere zugestimmt haben, dann wurde die Sache verwirklicht. Dann ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht war immer, dass man verschiedene Akteure zusammenbringt, die bisher nicht zusammengearbeitet haben. Wir haben auch in den Vorgesprächen gerade schon gehört, dass eben die Zusammenarbeit nicht immer klappt und dass nur erfolgreiche Projekte erfolgreich sind, wenn die Zusammenarbeit tatsächlich funktioniert. Frau Marschall wird das wahrscheinlich dazu noch was sagen. Aber die wurden zum ersten Mal aus meiner Sicht an den Tisch gebracht. Das war bisher nicht der Fall. Also man hat angefangen zu reden. Dann glaube ich, dass man doch praktisch gestartet hat, eine Innovationskultur langsam einzugehen in dem Bereich und natürlich auch die Überlegung, dass hochwertige Studiendesigns jetzt angewandt werden können, auch gefordert werden können. Wir haben im Expertenbeirat intern die Latte schon ziemlich hochgehängt. Wir
Zum Beispiel, klar, RCTs auf jeden Fall, aber bei quasi-experimentellen Sachen waren wir schon vorsichtig, einfach um die Qualität hochzuhalten. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie jetzt die Qualität tatsächlich ist aus der jetzigen Sicht, aber das war schon der Versuch, möglichst hochwertige Designs eigentlich nur zuzulassen. Dann ein anderer Punkt, jetzt weitsichtig eine Evaluationskultur zu schaffen, aber nicht nur bei der Wissenschaft, sondern eben auch bei den Praktikern, dass sie gewohnt werden, dass man evaluiert wird. Das wäre die Frage, weil das braucht man, um langfristig wirklich die Dinge evaluieren zu können. Ja, Produktinnovation habe ich schon gesagt, es geht um Struktur- und Prozessinnovation und die Meinung war, dass das ein Instrument zur Förderung des medizinischen und ich denke auch sozialen Fortschritts. Also viele Sachen sind ja nicht nur Medizin, viele Sachen sind soziale Innovationen, was auch das Problem ausmacht. Ich kann medizinische Innovation leichter durchsetzen als soziale Innovation. Bei sozialen Innovationen müssen die Leute mitmachen. Das ist mit ein Grund, weshalb viele Sachen schiefgehen. Wir müssen praktisch Spezialisten, Experten für soziale Innovation werden, weil das eben eingreift in das soziale Gefüge letztendlich. Ja, und das Ganze muss inhaltlich gehaltvoll sein. Die Ergebnisse müssen praktisch der wissenschaftlichen Kritik standhalten. Und die Innovationen müssen praktisch machbar, umsetzbar und von den entscheidenden Stakeholdern, glaube ich, unterstützt werden. Das ist ja auch die Diskussion, die dazu kommt. Soll man nicht einfach sagen, okay, wir lassen nur noch Sachen zu, wo die, die es später umsetzen müssen, sagen, wenn das was wird, wir machen es. Na, sonst läuft es praktisch in das Leere. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jegliche wissenschaftliche Kritik, da komme ich jetzt nachher noch drauf für die Zukunft. Wir haben ja gerade die Wiesn-Studie und die Diskussion darüber, die ja nochmal ein Schlaglicht wirft auf das Thema. Wie gehen wir eigentlich mit, wie viel Sicherheit wollen wir eigentlich bei Entscheidungen haben, in dem Bereich? Gut, dann haben wir ein paar, wir haben ja hier Überlegungen des Expertenbeirats zu Anträgen im Rahmen des Innovationsfonds gemacht und ein paar Sachen will ich daraus vorstellen, weil der soll ja was dazu sagen, was der Expertenbeirat meinte, und es ist so, wir haben uns mehrere Sachen. Das eine war, dass wir dachten, die Projekte sind nicht immer inhaltlich gut geplant. Und das geht in Richtung Theorienfällen. Es fehlt eine Theorie dahinter, es werden Fehlmöglichmodelle. Also, man hat, da komme ich nachher noch drauf zu, eine Idee oder eine, man fühlt, dass das plausibel ist, wenn man das jetzt so macht und setzt es um. Und Kontexte werden oft nicht berücksichtigt. Der internationale Erkenntnisstand war damals nicht immer gegeben. Wirkmodelle haben völlig gefehlt oft bei diesen Anträgen. Und ich spreche jetzt nur von den ersten 4 Jahren. Die Implementierung wurde oft vergessen. Die Nebenwirkungen wurden seltener angesprochen. Das heißt, man hat eine starke Fokussierung. Liegt natürlich auch ein RCT-Dogma. Ich muss ja dann praktisch auf ein Ziel hin alles orientieren und muss alle anderen Nebenfolgen eigentlich wegblenden. Und das fördert nicht gerade die Sicht auf die Nebenfolgen. Und dann natürlich das Thema prinzipielle Übertragbarkeit der Innovation beachten. Also kann das tatsächlich später übertragen werden, was ja heute das große Thema ist, bei denen, die positiv evaluiert wurden. Und digitale Anwendungen sinnvoll integrieren. Und zur Evaluation hatten wir gesagt, dass wir eigentlich eine explorative Prüfung zuerst brauchen, um dann im zweiten Schritt erst in die konfirmatorische Prüfung zu gehen, was natürlich auch wieder bedeutet, dass man 2 Förderphasen hat. Die erste, wo man es explorativ macht, und dann bei der zweiten. Aber dann würde man zum Beispiel merken, bei der ersten Phase, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, könnte man bei der zweiten Phase dann den Stopp ziehen. Also das muss man sich schon überlegen, ob man da tatsächlich 2 Phasen dann auch fördert, die explorative und die konfirmatorische. Prozessevaluation soll angewandt werden. Ich bin inzwischen skeptisch bei Prozessevaluation. Ich sehe die Gefahr, dass auch die Evaluatoren going native, das ist aus einer ethnografischen Forschung, also das Thema, dass man praktisch, wenn man sich zu lange mit einem Gegenstand beschäftigt, zum Freund dieses Gegenstandes wird und dann praktisch nicht mehr loslassen kann. Ja, ökonomische Evaluation durchführen und so weiter. Und Fallzahlschätzung begründen, das war auch damals ein großes Thema. Also wirklich methodisch sauber rangehen, war der Punkt. Und was ist die aktuelle Lage? Ich glaube, die 2 Sachen, Empfehlungen
des GBA zur Überführung und zur Nutzbarmachung der Erkenntnisse, die sind bekannt. Es ist auch bekannt, dass sehr viele Adressaten angesprochen werden, zu Recht. Und was auch deutlich macht, wo das Problem in Deutschland liegt. Wenn ich so viele Leute ansprechen muss, heißt es, wir haben ein komplexes System. Nicht bloß kompliziert, sondern komplex. Was es per se widerstandsfähig macht gegen Wandel. Und ich glaube, das ist das Grundproblem in Deutschland, wenn man jetzt Veränderungen haben. Es sind zu viele Akteure. Also die Komplexität, ein Merkmal von Komplexität ist ja die Anzahl der Akteure und die ist bei uns eigentlich zu hoch für einfache Lösungen. So, was sind offene Fragen? Es zeigt sich nicht, alle werden positiv evaluiert. Also man kann die Wirksamkeitsfrage stellen. Wieso sind die Projekte nicht wirksamer letztendlich? Wird bei der Umsetzung wird die gesellschaftliche Akzeptanz und ich glaube immer mehr die machtpolitische Akzeptanz mitbedacht? Also wer kann am Schluss Nein sagen? Und wird der oder diejenige einbezogen von vornherein in die? Das wäre jetzt eine Art von Partizipation, die wichtig ist. Dann glaube ich, dass die hohen Kriterien der Evidenz, die berechtigt sind bei Medikamenten, die kann man anwenden, auch auf Strukturinnovationen. Das führt aber zum Strukturkonservatismus. Also ist nicht bloß so, dass die machtpolitischen Verhältnisse dazu führen, dass man sich nicht ändert, sondern die Wissenschaft ist letztendlich konservativ. Wenn harte, also praktisch am Beispiel Wiesen und Stang, ist praktisch das Thema, dass praktisch, wenn man jetzt hart an die Sachen rangeht, bekommt man letztendlich gar keine Innovation mehr. Und das ist ein Problem, weil dann wird die Wissenschaft nicht mehr zur Rate gezogen und dann entscheiden Politiker nach Gutdünken oder nach Plausibilität. Und das ist die andere Gefahr dabei, wenn man zu hart rangeht und die Wissenschaft ist strukturkonservativ und verstärkt eigentlich den Strukturkonservatismus. Und deswegen müsste man eigentlich von der höchsten Evidenz, das wäre die Frage, zur bestmöglichen Evidenz und dann zur die bestverfügbare Evidenz, das sind jetzt drei Begriffe, auf die ich nachher noch komme, ich will es aber auch nicht überdehnen, aber wir müssen in dem Bereich auch mehr Sachen differenzieren, damit wir da zu konkreten, positiven Schlussfolgerungen kommen. Was liegt an? Ein Punkt, den ich jetzt auch letzte Woche bei dem Kongress vorgetragen habe, die Frage ist, was ist unser Job? Ist unser Job, Sollvorstellungen zu entwickeln aufgrund dieser Forschung? Dann machen wir Sollaussagen. Man soll das machen. Oder ist es der Job der Wissenschaft, Wenn-Dann-Aussagen zu machen? Wenn ihr euch dafür entscheidet, wird das und das passieren. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich liefere Informationen, damit der oder die Entscheiderin tatsächlich jetzt die Kausalzusammenhänge kennt und richtig entscheiden kann. Aber sagt dann nichts zu dem, was sein soll. Max Weber würde sagen, der große deutsche Soziologe, Wenn-Dann-Aussagen, Werturteilsfreiheit. Verbesserungsorientierte Forschende sagen, wir müssen Sollaussagen haben, wir müssen das System verändern. Und der Kompromiss ist, wir brauchen auf jeden Fall Wenn-Dann-Aussagen, also Kausalmechanismen. Ich habe hinten so ein kleines, bekanntes Modell hingemalt. Kausalmechanismen, wie übrigens wie in der Biomedizin, wo es auch Kaskaden, Wirkungskaskaden gibt. Wir müssen wissen, wie sind die Wirkungskaskaden. Ja, also der Job, wo endet der Job, das müssen wir diskutieren. Und wer ist dann für den Restweg zuständig? Also wer soll tatsächlich umsetzen? Das ist eine Frage. Die nächste zentrale Herausforderung ist, bin ich zu schnell gewesen? Nein, jetzt sind wir, na Gott. Jetzt habe ich, habe ich auch versucht. Hat jetzt unten dran. So, ja, danke. Also nochmal. Also jetzt aus wissenschaftlicher Sicht fehlen uns Theorien. Es ist wie bei der Landkarte dort. Wir wissen nicht, wo wir bohren müssen. Wir haben keine Karte, wo die Rohstoffe sind. Und deswegen gibt es wahnsinnig viele Projekte, die auf Ideen basieren. Ich habe da mal eine Idee. Oder die auf gefühlter Plausibilität beruhen. Das ist plausibel. Gesundheitskioske sind plausibel. Und damit schon durchsetzungsfähig. Und wir missachten praktisch die Macht des Narrativs und des guten Begriffs praktisch. Wir brauchen Theorien als Landkarten, die uns zeigen, wo ungefähr es sinnvoll ist, etwas zu planen.
damit wir nicht unnötig bauen. Wir machen zu viele Versuch-Irrtum-Prozesse, weil wir keine Theorie haben. Wir haben keine Orientierung. Wir machen einfach mal. Und RCTs verführen dazu, einfach zu machen, weil ich brauche nicht nachdenken. Ich muss schon die Sache sauber durchführen, aber die Grundidee, die kann ich einfach mal, ich kann eine Idee haben. Und dann zeigt mir das RCT, das gut durchgeführte, ob das tatsächlich eine gute Idee war. Da müssen wir weg, das kostet zu viel Geld und zu viel Zeit. Dann haben wir jetzt gerade vorgeschlagen, Jochen Schmidt und ich, so einen Dreischritt zu machen, also Theorie als erster Schritt zu machen, dann EBM Plus ist was Neues. Man muss sich jetzt um EBM Plus kümmern, das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist eine neue Richtung, die praktisch EBM ernst nimmt, aber sagt, wir müssen uns auch die Kausalmechanismen betrachten. Also man guckt eher hin, wie die Kausalitäten sind. Und im dritten Schritt kommt dann das Randomisierte. Jetzt würden Sie sagen, jetzt wird es ja noch komplizierter. Ist aber so, leider. Na, und man kann schneller handeln. Also wenn zum Beispiel in der Krise kann man Theorie schnell heranziehen, und ich bin überzeugt, dass auch in der Corona-Krise am Anfang die ganzen Maßnahmen aufgrund von entweder von Erfahrungen oder von Theorien, wie gut sie immer sein mochten, also man kann mit Theorien relativ schnell beraten. Kausalmechanismen kann man auch schneller untersuchen. RCTs sind schwieriger durchzuführen, aber die braucht man natürlich, wenn man wirklich sicher gehen will. Okay, das war die dritte Herausforderung, ist, dass wir unterscheiden müssen, aus meiner Sicht, zwischen der höchsten Evidenz, das wäre das, was Herr Stang zum Beispiel in dem Editorial dargestellt hat, und der bestmöglichen Evidenz, die zurzeit in unserem Gesundheitssystem möglich ist. In Staatssystemen sind andere Dinge möglich wie in unserem freiheitlichen System. Das muss man akzeptieren. Und dann wird man nicht die höchste Evidenz haben. Die wird man nie haben. Wir müssen also überlegen, ob wir nicht mit der bestmöglichen Evidenz zufrieden uns geben müssen. Und die bestverfügbare ist dann nochmal drunter. Das ist nämlich die Frage, wie weit ist die bestverfügbare dann auch die bestmögliche. Und das geht eben in Richtung von EBM Plus und EBM Theorie. Das heißt auch, der Innovationsfonds muss sich jetzt zunehmen und die Anträge müssten mehr in Richtung EBM Plus gehen. Die vierte Herausforderung ist, das hat mir jetzt vor allem die Wiesen-Sache mit Stang nochmal vor Augen geführt, wir brauchen eine Transparenz über die Unsicherheit der Empfehlung, die wir geben als Wissenschaftler. Es geht wie in den Leitlinien, wo man praktisch sagt, Empfehlungsgrad A, B oder 0. Und das brauchen wir auch bei Prozess- und Strukturinnovation, wo man deutlich macht, dass man eben nicht auf dem A-Niveau ist, sondern auf dem B-Niveau oder auf dem Null-Niveau. Und das Gleiche gilt für das Management und Politik. Auch die müssen unter Unsicherheit entscheiden. Und es wäre gut, dass man offenlegt, wie hoch die Entscheidungsunsicherheit ist bei der Entscheidung. Das wäre eine systematische Forderung jetzt. Die kommt aber nicht aus dem Innovationsfonds, nicht aus dem Expertenbereich. Ja, Fazit. Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhöhen, müssen wir besser planen, theoretischer planen und vor allen Dingen dann auch einen Kompromiss finden zwischen dem, was die Theorie uns sagt, was die Wissenschaft sagt, was interessant wäre und was notwendig zu erforschen wäre, und dem, was die Stakeholder am Schluss bereit sind zu übernehmen. Ich glaube, die zwei Sachen muss man zusammenführen. Und EBM Plus ist ein wichtiger Ansatz, der in Zukunft verfolgt werden soll. Und wir brauchen eher die bestmögliche Evidenz als die höchste Evidenz, wobei die höchste Evidenz die Richtschnur ist, nach wie vor. Und die wissenschaftliche Unsicherheit müssen wir in Zukunft in standardisierter Form offenlegen, was auch ein Problem war, zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Da haben wir nicht offen kommuniziert, wie hoch die Unsicherheit war. Die Bevölkerung und die Politiker wollen eigentlich nur Entscheidungssicherheit haben, also kein Zweifel, den kriegt man aber aus der Wissenschaft nicht. Deswegen muss die Wissenschaft und dann der Entscheider oder die Entscheiderin offenlegen, unter wie hohen Entscheidungsunsicherheiten die Entscheidung getroffen wurde. Vielen Dank.